Guten Morgen, liebe Rad- und Wanderfreunde. Heute ist der letzte Tag, wo wir fahren. Ja, guten Morgen. Wir sind jetzt wieder aufgestanden, packen gerade wieder zusammen, gehen wie immer zuerst frühstücken und dann beladen wir unsere Fahrräder wieder. Und dann geht der letzte Tag heute noch bis Günzburg. Da haben wir ein Fass gemietet auf dem Campingplatz, so ein Holzfass zum Übernachten. Aber wie gesagt, jetzt erstmal frühstücken und ja, die heutige Tour, wir wissen nicht, was alles kommt. Auf alle Fälle fahren wir durch Ulm, das wird ein bisschen ein Highlight. Wir stehen mal vors Münster hin, der Marvin hat schon gesagt, so viele Stufen will er nicht hochlaufen. Wir gucken es mal von unten an und vielleicht kriege ich sie ja doch noch überredet, dass wir noch aufs Münster hochgehen. Und ansonsten denken wir, es wird ein schöner Tag, die Sonne kommt wieder raus gerade. Und wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen frühstücken und dann geht's los. Teddy darf auf der Fahrt schlafen. Ja, wir haben gut gefrühstückt, sind jetzt wieder auf der Route, besser gesagt, wir fahren jetzt gerade von der Pension weg und gehen wieder auf den Donauradweg. Und da sehen wir uns gleich wieder. Wir sind wieder auf dem Radweg bis Ulm, 18 Kilometer steht hier. Geradeaus. Ja, wir fahren gerade links von der Donau. Auf der rechten Seite von der Donau sind gerade die ganzen Ortschaften. Das heißt, wir rollen an allen vorbei. Das nächste in 2,5 Kilometer müsste Donaustetten sein. Aber ich glaube, auch da rollen wir wieder links der Donau dran vorbei. Ich habe gerade beim Film gesehen, dass Marvin sein Sattel wieder voll weit unten ist. Ich weiß nicht, geht er von selber runter oder? Eigentlich ist er fest. So, ich glaube, hier war er. Machen wir noch ein bisschen fester. Hm? Ja. Das ist zu viel. So, jetzt gucken wir, ob er jetzt fest bleibt. Hä? Ich will anfangen. Bei dem Kraftwerk da sind wir irgendwie auf die falsche Seite gekommen. Jetzt müssen wir da über die Brücke wieder rüber und dann passt es wieder. Noch 11 Kilometer bis Ulm. Schön an der Donau vorbei. Da hinten war die 33. Donaubrücke. Nach deiner Rechnung. Ja. Ja, vielleicht stimmt's ja. Göcklingen lassen wir jetzt auch rechts von uns liegen und fahren weiter in Richtung Ulm.
So arg weit kann es nicht mehr sein. Seit unserem Start haben wir schon 171 Kilometer geschafft. Das ist super. Und gleich 172. Und dann 173. Dann 174. Und dann 175. So, jetzt fahren wir hier vor Ulm in so einem großen Industriegebiet. Aber es hat einen guten Radweg hier. Oder hinten, eine Ente. Oh, Melli, eine Ente hat gerade in der Luft. Die braune Ente kommt. Nach der Raubtierfütterung hier auf der Brücke geht es jetzt also weiter nach Ulm. Hier ist noch mal so eine Brücke. Wir machen aber nicht schon wieder weiter hier. Ja, ich denke, wir rollen jetzt in Ulm ein. Vor uns hinter der Brücke sieht man schon das Münster. Die zwei wollen aufs Ulmer Münster hoch, dann machen wir das jetzt mal. Ne? Fahren wir erstmal bis zum Münster und dann gucken wir, ob wir hoch können. Beim Münsterturm. Und da gehen wir hoch, gell? Ja. Kannst rein. Schneller. Aus dem Mühlein. Dann sind die endlich oben. Oh mein Gott. Ich sehe den Müller. Okay, war doch eine gute Idee, hier hochzukommen. Ich sehe den Müller. Ich sehe noch viel mehr. Ich sehe Butler. Ich sehe. Was? Was ist das für ein Kreis? Und weiter geht's nach oben. Ich habe schon bereut, dass ich die Fließjacke nicht ausgezogen habe. Aber wir sind schon ziemlich oben. Noch eine Etage, dann haben wir es geschafft. Nein, nein!
Noch da, noch hoch, dann haben wir. Wir machen uns auf den letzten Anstieg. Und Marvin geht nicht mit. Und los geht's auf. Es kommt jemand. Die Stadt geht jetzt nach unten. Jetzt sind wir ganz oben. Und die Stadt ist die größte Stadt, die ich jemals gesehen habe. Schau mal an. Ja, wir sind aus der Innenstadt wieder raus, sind wieder hier an der Donau und fahren weiter unsere Strecke. Ja, zwischendrin werden wir noch gucken, dass wir irgendwas zum Essen kriegen. Ja, gerade war der Radweg gesperrt, jetzt fahren wir eine Umleitung. War gut so, sind wir an einem Laden vorbeikommen und haben noch Essen einkaufen können. Das werden wir jetzt noch gleich machen. Wir fahren jetzt doch nochmal zurück, weil auf der Seite habe ich gesehen, oder besser gesagt, in nächster Zeit ist keine Brücke auf die andere Seite. Da kommt so ein großes Industriegebiet, wie es aussieht. Dann gucken wir, dass wir auf der anderen Seite weiter runterkommen. Irgendwie sind wir hier Gefangene des Systems. Wir irren hier in dieser Baustelle rum. Jetzt haben wir den richtigen Weg gefunden, aber jetzt machen wir erstmal unser Mittagessen. Und dann sehen wir weiter und hoffen, dass wir hier irgendwie noch vernünftig durch die Baustelle kommen. Also jetzt machen wir erstmal Essen, ja? Mhm. Heute gibt's wie heißt es? Krabbenburger. Krabbenburger, naja. Sagen wir halt Krabbenburger dazu. SpongeBob. Mit Ketchup. Der Marvin will seine restliche Pizza noch von gestern. Und ich esse auch so einen Krabbenburger. Und auch mit Ketchup. So, guten Appetit. Und schmeckt der Krabbenburger? Ja. Jetzt mal sehen, wie der aussieht. Ohne Ketchup und mit Ketchup. Ketchup läuft in alle Richtungen. Ja. Ja. Und wenn man eine Pause in der Nähe von dem Spielplatz macht, dann sitzt der Papa alleine da zum Essen. Aber ich habe ja meinen Goldochsen zum Wohl. Wir haben das Ende der Umleitung erreicht und haben noch 24 Kilometer bis zu unserem Campingplatz. Und auch heute an unserem letzten Radeltag wieder wunderschönes Wetter. Jetzt können wir nur hoffen, wenn morgen, wenn wir in den Park gehen, dass dann auch so schönes Wetter ist. Und dass unser Fass uns heute auch gut gefällt. Aber das sehen wir ja bald. Jetzt stehen wir hier an der Bahnschranke in, weiß nicht, Ober- oder Unterelchingen und haben jetzt 200 Kilometer und 16 Kilometer haben wir noch vor uns. Dann haben wir es geschafft. Und jetzt hoffen wir, dass gleich der Zug kommt, dann können wir weiterfahren.
Wir fahren jetzt schon eine ganze Weile hier durch so einen Laubwald, ohne Laubgrat natürlich. Und ja, es sind noch 8 Kilometer bis zum Campingplatz. So wie es am Navi aussieht, müssten wir gleich noch mal kurz ans Wasser kommen. Das werden wir mal genießen, weil da waren wir jetzt schon eine Weile nicht mehr am Wasser. Und ansonsten denke ich, wir sehen uns dann am Campingplatz oder falls wir durch Günzburg fahren, noch in Günzburg irgendwo. Endlich mal wieder Wasser, ha? Wir haben uns jetzt vom Donauradweg verabschiedet, sind links abgebogen, noch 2,6 Kilometer und wir sind am Ziel. Inzwischen haben wir 214, das heißt 216, 217 Kilometer werden es insgesamt werden. Da vorne links muss irgendwo unser Campingplatz sein, ich weiß nicht, da wo der Hof ist oder was. Muss ziemlich nah da sein jetzt und ich muss sagen, es war jetzt echt eine schöne Tour. Melina, wie hat es dir gefallen? Schön, aber auch ein bisschen anstrengend. Schön und ein bisschen anstrengend, ja. Anstrengend war es auch, ja. Jetzt kommt der Marvin noch. Marvin, wie hat dir die Tour gefallen? Wir sind jetzt gleich fertig. Gut. Gut, gut, dass wir jetzt gleich am Campingplatz sind, gell? Ja. Ja. Also, auf geht's, da vorne ist der Campingplatz. Wir sind jetzt am Fass angekommen und wir wollen euch jetzt das von innen zeigen. Und ich bin der Boss davon. Also, dann gehen wir mal rein. Auf geht's. Ja, ich zeig das Fass euch. Hier ist erstmal ein Fliegengitter. Ganz weich. Dann kann man hier noch ein Bett ausklappen. Zeig's! Dann ist da noch ein Kühlschrank. Da sind hier die weißen Betten. Dann ist hier noch eine Treppe, dass ich auf mein Bett komme. Heute 54 Kilometer gefahren, insgesamt 260. 216, genau. Oh. Übertreiben tun wir auch nicht, ja? Sollt ihr Socken machen? Nein, natürlich nicht. Warum? Viel zu kalt. So, Schlüssel verstauen. Ich bin hier gerade an dem See, wo auch zum Campingplatz gehört. Und es weht ein ordentlicher Wind jetzt gerade. Ich glaube, das Wetter wechselt heute noch. Na? Hier gibt es eine Rutsche. Da gibt es eine Rutsche, ja. Thank you.
Ja, unser letztes Essen hier im Urlaub auf unserer Radtour hier im Fass. Nachher liegen wir da hinten hoch. Wir haben uns heute noch ein Vesper ausgedacht. Wir haben die Reste zusammengetragen. Das Brot, das nehmen wir jetzt schon seit daheim mit. Und haben noch Tomaten, haben Gurken. Haben Mozzarella. Haben hier die zwei Tüten, hat man noch übrig. Mit so Kaminwurzel, so Würstle, die werden wir essen. Und dann täten wir sagen, wir sehen uns vielleicht nachher noch kurz, wenn wir ins Bett gehen. Und falls wir uns nicht mehr sehen, dann sagen wir jetzt schon Tschüss. Und gute Nacht, liebe Rad- und Wanderfreunde. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Also, was wolltest du sagen? Tschüss, liebe Rad- und Wanderfreunde. Und ich sag Prost, liebe Rad- und Wanderfreunde. Bis zum nächsten Mal, wie es die Melli gesagt hat. Und wir tun jetzt schön essen hier, ja? Zum Wohl, ciao und tschüss. Wir machen die Arbeit. Sekunde. Ich bin da.